Herzlich willkommen aus dem Rathaus Ihrer Heimatgemeinde. Und hier in Höhloch sagt man, glückseliges neues Jahr, das gebe Gott und werde wahr. Aber insbesondere wünschen wir ein gesundes neues Jahr und dafür steht ja auch an meiner Seite Dr. Georg Schneider, unser Krisenstabsarzt. Herzlich willkommen hier im Rathaus mit den neuesten Informationen zur Corona-Lage in Deutschland, aber auch in Höveloff. Ja, die Zahlen scheinen etwas ungenau zu sein derzeit. Wir wissen noch nicht so richtig, wie es sich entwickelt. Corona, wie wird es weitergehen? Ja, unsere Zahlen in Deutschland sind ganz anders als in Frankreich und in England. Wir haben niedrige Zahlen, wir haben eine Inzidenz von ungefähr 240. Das liegt an den verzögerten Meldewegen über die Feiertage, das liegt auch an Daten, die nicht weitergegeben und ausgewertet werden können. Wir liegen vom Faktor her, denke ich, mindestens 2 bis 2,5-fach höher. Das heißt, bei einer Inzidenz von 240 werden wir bei knapp 500 liegen. Auch die Hospitalisierungsrate wird nicht bei 2,5, sondern bei 4 liegen. Das werden wir erst Mitte Januar sehen, Mitte bis 3. Januarwoche, wie die Zahlen wirklich sind. Die Omikron-Variante lässt uns in Sorge erstarren, aus Südafrika herübergekommen, in Europa schnell verbreitet, auch in Deutschland inzwischen sind erste Fälle gemeldet worden, auch in Höveloff schon? Ja, wir bekommen täglich Faxe rein, wir haben ungefähr eine Verzögerung bei der Omikron-Sequenzierung von 48 Stunden, das heißt, es wird jemand positiv getestet, es sind ja sehr viele Tests über die Feiertage gemacht worden, 48 Stunden später kommt dann der Befund mit der positiven Omikron-Variante rein. Wir haben im Kreis ungefähr 35, jetzt auch diese Zahl wird deutlich höher sein, weil noch nicht alles gemeldet ist oder eben auch noch nicht bearbeitet ist. Omikron ist angekommen. Wir haben bei den Omikron-Varianten teilweise hohe CT-Werte, das heißt, dass viel Umdrehung, viel Technik gebraucht wird, um überhaupt etwas aus den PCR-Tests rauszukitzeln. Das zeigt möglicherweise, dass die Omikron-Variante asymptomatischer ist, sie wird später entdeckt und die Leute sind eigentlich schon wieder in einem Rahmen, wo sie möglicherweise schon wieder in der Genesung sind. Omikron, wir wissen noch nicht so genau, was es damit auf sich hat. Erste Studien, Erfahrungen, aber auch aus den anderen Ländern zeigen, dass es vielleicht doch etwas ungefährlicher sein könnte als ursprünglich vermutet. Ich habe eine Studie gelesen, da sagt man, Omikron geht gar nicht bis in die Lunge hinein, sondern bleibt in den Bronchien hängen. Ist das richtig? Ja, also die Studienlage ist noch relativ uneinheitlich. Aber es zeichnet sich ab, dass möglicherweise die Viruslast eher in den oberen Atemwegen ist, also im Mund- und Rachenraum und nicht in den tiefen Atemwegen. Und es zeichnet sich ab, dass die Infektiosität zwar höher ist, aber über einen kürzeren Zeitraum ist. Was ganz interessant ist, dass man sieht, dass nach einer Erstimpfung 10 bis 14 Tage später selbst gegen die Omikron-Variante vor einem klinischen manifesten Verlauf der Erkrankung schon ein guter Schutz da ist. Das hat man vorher so nicht gewusst. Wir haben immer gedacht, zweimal, dreimal impfen. Omikron scheint auf die erste Impfung schon anzusprechen. Trotzdem scheint sie ansteckender zu sein. Wenn ich jetzt unsere Fälle sehe, dann ist dort, wo in einer Familie einer angesteckt wurde, sofort auch dann die ganze Familie betroffen. Ja, das ist richtig und deswegen kommen wir gleich nochmal dazu zur FFP2-Maske. Sie ist ansteckend, also sie sitzt in den oberen Atemwegen, wird schneller übertragen, möglicherweise eben nicht so lange, wie ich eben gesagt habe, aber die Infektiosität in geschlossenen Räumen, bei Kontakten ohne Maske und bei Familien ist deutlich höher, eben über einen kürzeren Zeitraum und deswegen ist es nochmal ganz, ganz wichtig, jetzt eben nochmal zurückzufahren, Kontaktbeschränkung und FFP2-Maske, da gehen wir gleich noch drauf ein. Die Experten streiten sich ja derzeit, was der richtige Weg ist. Es gibt Expertenkommissionen, es gibt die STIKO, es gibt die Ministerpräsidentenkonferenz. Jeder hat im Grunde genommen eine andere Meinung. Jetzt hat man gesagt, 2 Wochen in Quarantäne, sowohl als Angesteckter als auch als derjenige, der vielleicht mit ihm im Kontakt war. Ist das nicht ein bisschen überzogen? Ja, es wird ja zurzeit wenig medizinisch diskutiert. Die nächste Bund-Länder-Konferenz ist ja erst am kommenden Freitag. Die Quarantäneregeln sind ja in einigen Ländern schon gelockert worden. Auf 5 Tage, auf 7 Tage, Freitesten nach 5 Tagen, Freitesten nach 7 Tagen, für Ungeimpfte nach 10 Tagen. Das ist alles relativ uneinheitlich. Da werden wir am Freitag auch wieder relativ spät auf der Bund-Länder-Konferenz was hören. Das Problem ist einfach, man will früher raustesten, insbesondere auch Lehrer, ungeimpfte Lehrer, geimpfte Lehrer. Da gibt es jetzt auch eine Petition, dass man sagt, die dürfen sich nach 5 Tagen freitesten lassen, wenn es denn Herr Lauterbach so machen möchte. Es geht einfach darum, um die kritische Infrastruktur, den Rettungsdienst, die Kliniken, die Arztpraxen, aber auch den Lebensmitteleinzelhandel am Laufen zu halten und dass man sagt, okay, asymptomatisch früher raustesten, weil sie auch nicht so lange infektiös sind. Wir können ja nicht das ganze Land lahmlegen mit diesen Quarantäneregelungen. Von daher, was ist aus Ihrer Sicht jetzt das Wichtigste, um aus dieser Situation herauszukommen? Was empfehlen Sie, der ja für uns derjenige ist, dem wir am meisten vertrauen? Also es ist genau das, was Herr Lauterbach zurzeit sagt. Es ist so, an erster Stelle steht das Tragen der FFP2-Maske. Und da muss man wirklich auch nochmal sagen, das soll und müsste in Schulen auch gemacht werden. Der wichtigste Schutz ist die FFP2-Maske, die schützt am besten gegen die Omikron-Variante.
Der zweite Schutz ist natürlich und bleibt die Impfung. Wir müssen Erstimpfungen durchführen, wir müssen boostern und wir müssen vor allen Dingen auch bei den 12 bis 15-Jährigen dürfen wir ja jetzt auch die Boosterimpfung durchführen, wenn die zweite Impfung mindestens 3 Monate vorbei war. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Ungeimpften haben die größten Probleme. Wir haben in Deutschland noch ungefähr 20 Millionen Nicht-Geimpfte. Das ist eine Impflücke, die wir haben, ganz anders als in vielen anderen Ländern. Da müssen wir jetzt nochmal dringend nachlegen. Ja, und gehen wir noch eine Stufe zurück. Die 5- bis 11-Jährigen, auch die dürfen ja inzwischen geimpft werden. Wie läuft so eine Impfung bei den Kleinen ab? Ja, es ist ja so, es gibt keine STIKO-Empfehlung, dass sich 5- bis 11-Jährige impfen lassen müssen sollen. Es gibt eine Empfehlung, dass man sagt, Kinder 5 bis 11 mit Vorerkrankungen, also mit Diabetes, Adipositas, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, Rheuma, sollen sich impfen lassen. Und natürlich Kinder mit Kontakt zu Hochbetagten, die möglicherweise weniger Antikörper haben, und zu ungeimpften Schwangeren. Da braucht man immer die Einwilligung der Eltern. Zusätzlich dürfen Kinder von 5 bis 11 auch geimpft werden, wenn sie denn selber plus ihre Erziehungsberechtigten oder Eltern den Wunsch zu einer Impfung haben. Die Impfung wird in den Hausarztpraxen durchgeführt. Primärer Ansprechpartner sind die Kinder- und Jugendmediziner und die Impfzentren, die extra Sprechstunden dafür einrichten. Beim Kreis Paderborn ist das ja auch so. Auf der Internetseite sind etliche Termine frei. Es waren etliche aus Höfelhof schon da. Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten. Zum Ablauf, zur Organisation. Der Kreis Paderborn betreibt das Impfzentrum in Salzburg mit dem Deutschen Roten Kreuz. Das kommt gut an, da kann man Termine buchen, aber eben wir bestellen heute am 4. für nächste Woche auch Impfstoff. Das erste Mal für Kinder von 5 bis 11 Jahren. Das ist natürlich ein erhöhter Beratungsaufwand. Wir müssen vielleicht auch gucken, ob wir für die 11- und 10-Jährigen noch ein niederschwelliges Angebot an den Schulen vor Ort machen, wie wir es damals auch in der Realschule, in der Hauptschule gemacht hatten für die ab 12-Jährigen. Das muss man sehen. Ansonsten Ansprechpartner die Kinder- und Jugendmediziner und die Hausärzte vor Ort. Also nochmal zur Klarstellung, auch Sie impfen 5- bis 11-Jährige? Ja, ganz genau. Ne? Auf individuellen Wunsch. In der Praxis werden das viele Hausärzte tun. Viele der 5- bis 11-Jährigen sind ja noch kinderärztlich in Behandlung. Da ist der Kinderarzt immer der erste Ansprechpartner. Der Impfstoff ist begrenzt. In den Impfzentren steht mehr Impfstoff zur Verfügung. In den Impfzentren werden auch die Aufklärungsgespräche gemacht. Immer fragen, immer einloggen, immer auch auf den Seiten sehen, wo geimpft werden kann. Schwangere Frauen, boostern ja oder nein? Ja, die Empfehlung für schwangere Frauen ist ja mittlerweile auch, es war ja primär das letzte Schwangerschaftsdrittel, mittlerweile ist man schon im zweiten Schwangerschaftsdrittel. Es wird gesagt, boostern ja. Auch für den Säugling keine Probleme? Nein, man sagt sogar, dass man so einen gewissen Schutz bekommt, insbesondere auch stillende Mütter sollten sich impfen lassen, weil auch Antikörper auf das Kind mit übergehen und auch dort vor schweren Verläufen schützen. Wir haben ja noch die ganze Gruppe der 0- bis 4-Jährigen, die nicht geimpft werden können, die auch nicht geimpft werden müssen zurzeit. Das soll gut sein und auch dem Kind nicht schaden. Die Gemeinde, der Krisenstab, wir haben von Anfang an auf Impfaktionen hier vor Ort gesetzt, im Schütz- und Bürgerhaus die idealen Möglichkeiten, aber auch dank Ihrer tollen Organisation, reibungslosen Ablauf mit Terminbuchung hier im Rathaus. Was erwartet uns da in den nächsten Monaten? Ja, wir haben jetzt 2 Impfaktionen geplant. Einmal am 15.01., das ist der kommende übernächste Samstag, von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr die Höfelhofer Hausärzte. Die Woche drauf, direkt den Samstag, zur gleichen Zeit auch die Höfelhofer Hausärzte mit dem Team der Gynäkologen im Ort. Boosterimpfungen ab 12 Jahre, Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Drittimpfungen, wobei terminierte Zweitimpfungen gerne zu Hause gemacht werden sollen, immer über das Buchungssystem der Gemeinde. Wir informieren da auf unserer Seite drauf, wir informieren auch über die sozialen Medien. Das läuft relativ reibungslos, wir haben niedrige Wartezeiten, wir haben wirklich eingespieltes Team, gerade in den Arztpraxen und durch Unterstützung der Gemeinde, der Caritas und unserer Freiwilligen Feuerwehr. Das läuft gut. Es wird weniger, die Terminnachfrage wird weniger, es sind viele geboostert, aber wir müssen vor allem sehen, dass wir Erstimpfungen schaffen und natürlich jetzt bei der Gruppe der 12- bis 15-Jährigen die dritte Impfung machen. Viele sagen mir, so langsam reicht es mir mit den Impfungen. Der Bundesgesundheitsminister sagt ja, die Viertimpfung steht an, dann die Omikron-Variante muss auch geschützt werden durch eine weitere Impfung, also noch weitere 2 Impfungen im Jahr 2022. Viele sagen, ich möchte aber nicht mehr. Was raten Sie den Menschen? Was erwarten Sie im Jahr 2022 an zusätzlichen Impfmaßnahmen, die wir bei uns ergehen lassen müssen? Also ich denke, dass bis Ostern 2022 erstmal noch eine relativ harte Zeit auf uns zukommt. Die Zahlen werden dramatisch hochgehen. Möglicherweise wird die Infektiosität, was wir eben schon sagten, nicht ganz so schlimm sein. Auch die Hospitalisierung wird nicht ganz so schlimm sein. Bei den Geimpften, bei den Geboosterten, ganz wichtig ist jetzt, die Impflücken zu schließen. Erstimpfung, Zweitimpfung, was wir gesagt hatten. Und dann glaube ich persönlich, dass es eine Entspannungsphase geben wird im zweiten Halbjahr, im zweiten Quartal bis ins zweite Halbjahr hinein bis zum Herbst. Und ich glaube, dass wir eine Impfung in diesem Jahr sicher noch brauchen mit einer Variante. Ob das schon
mit der Grippeimpfung sein wird zum Frühherbst oder ob dazwischen noch eine Impfung kommt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird nicht so weitergehen, dass wir alle 3 Monate eine Impfung bekommen müssen. Das ist auch kaum zu vermitteln. Ich glaube auch, dass wir irgendwann in eine solchen Phase kommen werden, wo das Virus weiter da ist, aber wo die Infektiosität und der Krankheitsverlauf deutlich reduziert ist. Grippeschutzimpfung, ebenfalls empfohlen vom Bundesgesundheitsminister. Neben der Boosterimpfung, ist das nicht ein bisschen viel für den Körper irgendwann? Nee, ist nicht so viel. Wir haben das letztes Jahr sehr gut gemacht mit der Grippeimpfung, auch noch im Dezember und Januar, bis Ende Januar hinein, als wir überhaupt keinen Corona-Impfstoff hatten. Das war gut. Da haben wir gerade in den Heimen, in der Gruppe der ab 60-Jährigen, in der Gruppe der chronisch Kranken, in der Gruppe der Patienten, der Menschen mit vielen Kontakten bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst, aber auch im Einzelhandel gegen Grippe geimpft. Wir bilden Antikörper, wir bilden immunkompetente Zellen, die auch Viren angreifen und vor schweren Verläufen schützen. Wir haben ja mittlerweile keinen Impfabstand mehr zwischen der Corona-Impfung und der Grippeimpfung. Das ist wirklich eine gute Sache. Da soll man wirklich jetzt auch, unser Landesgesundheitsminister Laumann hat es auch nochmal gesagt, wirklich jetzt nochmal bis Ende Januar wirklich was nachholen. Es gibt genug Grippeimpfstoff in allen Arztpraxen. Anrufen, reinkommen, Termin machen, Grippeimpfung geht eigentlich zwischen Tür und Angel. Da braucht man nicht groß aufklären. Das ist eine Sache, die jedes Jahr gemacht wird. Sie haben Glück, ich habe Ihre schon dabei. Wir können die nachher noch in den Arm packen und dann sind Sie schon mal gut geschützt. Herr Doktor, ich habe bereits eine Grippeschutzimpfung für das Jahr 2022, aber komme gerne auf das Angebot nochmal wieder im Herbst zurück. Vorsichtiger Optimismus für das Jahr 2022. Die bisherigen Pandemien haben ja gezeigt, irgendwann wachsen sie aus. Durch die Mutation wird das Virus immer harmloser. Bei Omikron haben wir jetzt ja diese Hoffnung ebenfalls. Kann es sein, dass so nach und nach tatsächlich 2022 ein Jahr der Hoffnung wird? Ja, das ist die große Hoffnung. Das scheint sich auch jetzt so ein bisschen, wenn man die Datenlage aus Südafrika und anderen Ländern sieht, auch mit dem steilen Anstieg der Infektion, aber auch mit dem steilen Abfall der Infektionsrate. Das scheint so zu kommen, wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, impfen, Ungeimpfte schützen und FFP2-Maske tragen. Herr Dr. Gerschneider, ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Auch Sie darf ich nochmal bitten, gehen Sie zu den Booster-Terminen, soweit Sie noch nicht geboostert sind. Hören Sie weiterhin auf den Rat unserer Hausärzte, denn die schenken uns großes Vertrauen und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir Sie an Ihrer Seite haben. Ihnen ein gutes Jahr, ein gesundes Jahr, bleiben Sie bei uns immer gewogen.